Beispiel, wenn du anfängst, weniger zu fressen, dann registriert ja das dein Körper und dein Gehirn auch. Dein Organismus merkt ja, oh, weniger Nahrungszufuhr. Hm, was ist da los? Der denkt ja nicht, oh, der macht die Diät von der Brigitte Revue auf Seite 23. Get a geiler Arsch in 10 days. Das weiß der nicht. Der denkt, okay, wir haben eine Hungerkatastrophe. Wir haben eine schlechte Ernte gehabt. Die Burg wird belagert. Wir haben eine Völkerwanderung, was auch immer. Es gibt weniger Fressen. Und dann denkt er natürlich, oh, weißt du, was clever wäre? Wenn ich jetzt einfach weniger Nährstoff benötige, meinen Stoffwechsel runterfahre, damit ich nicht in 3 Tagen tot bin, weil ich mich aufgefressen habe. So, das ist der Hintergrund. Deshalb funktioniert das nicht. Ne? Ich wollte gerade sagen, ob ich hier mal zeige, was ich hier natürlich habe. Ich habe nämlich schon wieder 6 Klack- und Backbrötchen. Dann habe ich Garnelensalat dabei, Garnelen extra nochmal. Dann Joghurt, dann 3 Liter Getränke. Dann habe ich, und auf den Klack- und Backbrötchen ist Mortadella drauf. Und Salami mit Remoulade. Was habe ich noch? Noch ein Getränk für einen meiner Athleten. Ja, das war's. So, nur mal zu zeigen, das ist meine Diät. Das ist nicht Massephase oder Leck mich am Arsch Phase, das ist meine Diätphase. Und in meinem Spezialprogramm, was ihr zusätzlich da oben mit enthaltet, kriegt ihr natürlich meine spezielle Ernährungskonzepte, wo du essen kannst, was du willst.